Nintendo! Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Wario Land 3 mit Chibi Let's Play. Und wir begeben uns jetzt in gefährliche Strudel, aber ja gut, Wario kann ja relativ gut schwimmen, beziehungsweise treiben. Fett schwimmt hier oben, ne? Entschuldigung. So, hier haben wir ein paar Strudel. Was ist denn mit Oktopoden hier? Was ist mit den Oktopoden hier? Warum sind die hier so eingesperrt? Und werden von den gemeinen Fischen hier bewacht? Das ist gemein. Die haben auch ein Recht auf Freiheit. Ja, vielleicht kann ich das ja später mal lüften hier. Ein paar Fähigkeiten fehlen uns ja streng genommen noch. Hier haben wir wohl eine Stahlplatte. Steinplatte, wie auch immer. Oder vielleicht auch eine Sandbank. Boah, die Strömungen sind hier echt heftig. Aua. Erstmal vor der Luftblase retten. Okay, was haben wir hier noch Interessantes? 5 Tonnen Gewicht. Okay. Bin mal gespannt. Okay, die Oktopoden tun mir nichts. Da haben wir eine Tür. Ich bin mal gespannt, wann wir diese 5 Tonnen Blöcke kaputt kriegen. Ich gucke mich hier erstmal um. Da haben wir einen Block. Okay. Was haben wir denn da? Okay, ich werde mir wohl einen von diesen Blöcken aussuchen müssen, also von diesen Zwischenräumen. Das wird jetzt natürlich toll. Oh! Wäre sehr schön, das Glück ist mit den Doofen, ne? Achso, da ist noch eine Münze. Ja, gut. Ich sammle ja keine von den großen Münzen, also was soll's. Gut, ja. Das Problem ist, wo geht's denn jetzt weiter hier? Alter! Oh, ich komme nicht gegen die Ströme an. Ich komme nicht gegen die Ströme an. Oh, da haben wir eine Tür. Nee, ich komme da nicht gegen an. So vielleicht, aber das ist wohl nicht das Rätsel zur Lösung, ne? Ja, wenn, dann reiße ich dich mit in den Tod. Ups. Alter. Okay, wie mache ich das denn? Die Strömungen waren ja heftig. So, jetzt hier für. Ja, vielleicht. Nein. Okay. Nochmal. Hier irgendwie. Gegenlenk! Alter! Okay. Ich trigger wie doof, aber es funktioniert nicht so ganz. Fischi, hau ab da. Du störst da nur. Schön flauschig bleiben. Geh vielleicht noch einmal rum. Einmal außen rum. Nee, das funktioniert auch nicht. Ich glaube, da ist wirklich ein richtiger Winkel irgendwo, wo man eventuell vielleicht mal dran kommen könnte. Oh! Mit Gewalt, aber wirklich. So. Okay. So, wo sind wir jetzt hier? Da mal wieder diese Speernasen. Gehen wir mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ah, eine Münze. Okay. Hup. Da haben wir eine Tür. Hup. Und da haben wir die Schatztruhe. Okay. Puff. Weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Okay, das kann ich nicht. Komm her. Dem zahle ich es heim. Bäh. So, dann hier. Dann da vielleicht. Dann da vielleicht. Dann hier. Und dann da? Und dann vielleicht so da lang? Und dann. Wo geht's da lang? Ach, da oben ist die rote Kiste. Oh. Nein, bitte. Geh weg. Hey. Hallo. Das sag ich heim. Okay, da müsste ich gleich durchpreschen, wenn ich denn den roten Schlüssel haben sollte. Ich jetzt hier vielleicht. Ja. Verstanden. Aua. Der hat mich halbiert. Okay. Dann hier lang. Dann da lang. Dann muss ich mich vielleicht irgendwo mal runterfallen lassen. Okay, hat geklappt. Yay. Geil.
Sehr schön. Endlich neuer Schatz. Und es ist ein Bombenschalter. Ja, geil. Immer diese tierförmigen Griffe, zumindest in Cartoons. Ob es ein echtes Leben ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber auch. Naja. Ah, da fallen mir schon gewisse Ecken ein, wo wir diese Bombenblöcke gesehen haben. Beim großen Loch zum Beispiel auch, ganz weit oben. So, alles klar. Gut. Wir haben ja zwar eigentlich auch schon die rote Kiste gesehen, aber ich glaube, ich folge erstmal hier den Spuren der Zerstörung. warte mal, wie gesagt, bei dem Loch. Ups, ein zu weit. So. Jetzt kann ich mit dir auch fliegen. Und genau hier. Hier waren vorher die Blöcke, die waren da weit oben. Jetzt sind sie kaputt gesprengt. Jetzt kann ich auch hier durch die Tür. So, da haben wir auch einen Schlangenkopf. Sehr schön. Ah, okay, ich ahne Schlimmes. Ja, du mich auch. Haben wir noch mehr Töpfe. Oh, Mist. Ich wollte eigentlich noch auf den Kopf. Aber gut. Naja, zum Glück bin ich krankenversichert. Jetzt ging es auf einmal, auch wenn sie den Kopf rausstreckt. Was ist hier? Hallo? Da war keiner. Ich dachte, da fehlt jemand. Aber okay. So. Okay. Okay, wir haben schon mal den blauen Schlüssel. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo ist die blaue Kiste? Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, wenn ich mich hier links halte? Eventuell? Where? Boah, die machen aber auch einen Lärm hier. Also, dafür, dass Schlangen selber ja taub sind. Ah, da ist die Kiste. Und wieder ein Schatzreicher. Und wir finden eine Lokomotive. War schön. Die fehlt noch meiner Sammlung. Ja, schön. Gut. Wo muss ich jetzt als nächstes hin? Ich habe mich jetzt so auf das Loch konzentriert. Das sollte ich vielleicht nicht so sagen. Ach ja, jetzt kann ich ja auch nicht mehr. Aber ich meine, Cave of Flames war richtig, ne? Ja. Ich meine, hier war. Ich hätte es auch geblinkt und. Hier können wir uns ja auch mal wieder umschauen. Hier war nichts mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Ein paar Münzen, ja, gut. So, gucken wir mal hier. Da haben wir eine große Münze. Da haben wir diesen den bekloppten Doktor. Aha. Okay. Gehen wir mal hier runter. Ah, so, okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wenn ich jetzt hier hochspringe, dann ist es halt wie ein bekloppter. Ich muss es nur timen können, das ist klar. Okay, ich brenne erstmal aus und dann versuche ich es gleich nochmal. Wenn ich dann die ganze Zeit hochspringe wie ein Bekloppter, dann müsste ich doch eigentlich zu den Blöcken kommen, oder nicht? So, okay. Ist natürlich noch oben bleiben. Oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben. Genau da bleiben. Nein, 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 nein. Hier, hier, hier bitte. Ja!
Sehr schön. So, okay. Und dann versuchen wir mal hier. Doktor, gib mal dein Zeug da. Gib mal her. Danke. So. Okay, dich nehme ich mit, damit ich sehe, wo ich bin. Hehe, ich bin so schlau. So, und dann wieder mit dem Affenzahn nach oben. Yay! Ups. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Nach oben. Nach oben. So. Okay, und dann gehen wir mal weiter. Wo kam der denn her? Jetzt wollte ich schon über ihn drüber springen, aber es hat nicht gereicht. Und der nächste. Okay. Du bist auch da? Okay. Och nö, ne? Und das alles im unsichtbaren Zustand? Oh. Ja gut. Geh mal zur Seite, bitte. Doc. Her mit dem Zeug. Bleh, schmeckt zwar ekelhaft, aber egal. Es muss so sein. Bleh. So. Ja, ist klar. Warte mal, was? Rollend springen oder was? Oh, ja. Cool. So, jetzt muss ich natürlich nur noch wieder sichtbar werden. Glücklicherweise verliert der Trank seine Wirkung, wenn Wario brennt. Ist halt eine leicht entzündliche Chemikalie. Ich weiß auch nicht. So. So, mein Schatz. Jetzt kommst du in meine Sammlung. Und wir haben einen Beutel. Na gut, da passen noch mehr Schätze rein. Nur fliegen. Okay, wir haben jetzt einen Beutel. Achso, passt zu was anderem dazu. Okay. Ich habe mich schon gefragt, ob da irgendwie eine gewisse Wirkung bei entstehen kann, mal wieder. Aber mir fällt noch das eine Auge. Was fehlt denn noch alles? Ja gut, die Stifte fehlen. Das hat keinen Zusammenhang mit irgendwas. Was fehlt denn noch alles? Ja, die eine heilige Spieluhr. Hier fehlen noch zwei Sachen. Aber das sind ja alles die Power-Up-Sachen. Ja, okay. Bücher. Das mit dem. Das mit dem. Das mit dem. Was fehlt denn da oben? Man weiß es nicht. Die drei Teile haben zusammengepasst. Hier haben wir das Pikachu-Tamagotchi. Hier fehlt noch einiges. Gut. Okay, wo gehe ich jetzt hin? Es ist mitten in der Nacht. Hat beim Sumpf nicht auch eine Bombe explodiert? Guck mal. Ah, ja. Doch. Da ganz weit drüben. Also nicht hier, sondern noch ein bisschen weiter. Da war ja noch der blaue Schlüssel. Hier, da oben, da. Nur die Frage, wie komme ich da hin? Gucken wir uns erstmal hier unten um. Ach, da haben wir so einen Piekser. Zwei sogar, falls der eine mal kaputt geht. Ja, genau das meine ich. Ja, und da geht er schon kaputt. Ohne blaue Münze, schön. Komm mal her. Ja, du bist respawned. Sehr schön. Dankeschön.
Dann haben wir zumindest den blauen Schlüssel. So, Luft ist raus. Wunderbar. So, du verschwindest bitte mal. So, wo als nächstes raus? Na, ich denke mal hier ganz rechts, oder? Müsste ich nur den Spikey hier, oder wie auch immer der Typi hier heißt, rüberleiten, ja. Und jetzt kannst du mich pieksen. Ja, danke schön. Oh Mann. Oh. Hier war ich falsch. Naja, gut. Dann komm mal. Mist. Bleibt der jetzt für immer dahin? Anscheinend. Ist weg. Oh, komm mal her. Dann wird es ja nur der Gang hier sein, ne? Oh Mann. Zum Glück bin ich gut versichert. Oh Mann. Da war ich so voreilig. Ich wurde gepiekst. Schon wieder. So. Ach Mist. Diese eine Ecke. Darf doch echt nicht wahr sein. So, komm. So, jetzt aber ganz chillig. Und in dem Moment werde ich schon wieder über... voreilig. Übereifrig. Ich denke aber, da brauchst du eine weite Kurve, bis er mal zur Seite fliegt. So, aber es passt. Oh, und da haben wir die Kiste. Sehr gut. Ja, schön. Sie geht auf. Und da haben wir eine Brosche. Moderne Kunst? Ich weiß es nicht. Was ist das? Was passiert ist? Ach, es war ein Wirbelsturm. Für unseren Windbeutel. So einfach geht's. Okay. Ja, so lassen sich Sachen kombinieren. Entschuldigung, wo hat sie jetzt nochmal geblinkt? Ich habe vielleicht in die falsche Ecke geguckt. Ich war nämlich von kleinen Schmetterlingen gerade ein bisschen abgelenkt. Irgendwas Gelbes fliegt dabei im ersten Level. Aber vielleicht ist das auch der eine Hinweis, den ich so dringend brauche. Guck mal, jetzt fliegen hier Blätter rum. Okay. Ach ja, wir haben ja hier auch noch längst nicht alle Schätze. Und wir haben diesen Grumpy Baumstumpf ja auch noch. Weiter hinten. Da haben wir euch. So, warte mal. Den hier meine ich nämlich. Aber der ist genauso grumpy drauf wie seit eh und je. Und da haben wir den grünen Schlüssel. Ja. Okay, da werde ich die Speernase als Trampolin missbrauchen müssen. Es tut mir leid, aber ja. Wird wohl so sein. Komm mal. Ey. Komm mal hier rüber. Komm mal hier rüber. Okay, den habe ich auch gebraucht. Ups. Okay, das alles für eine Münze? Naja, gut, okay. Wir haben ja immerhin hier den Schlüssel schon. Ja, wo haben wir jetzt die grüne Kiste? Wo könnte die sein? Wo waren wir hier denn noch nicht? Muss ich echt erstmal mit diesen Spinnen interagieren? Ach, da! Da, Blättchen! Kleine Blättchen! Ja!
So, ich hoffe, diesen Weg habe ich hier noch nie gemacht. Ah. Okay, führt doch zu einer blöden Münze, okay? Das kommt mir alles sehr unbekannt vor. Oh, es geht noch weiter hoch! Ach du Schande! Ah, ah, Alter! Okay. Warte mal, was ist war hier nochmal? Blättchen. Okay, vielleicht muss ich auch einfach nur hier lang. Den Käfern trotzen. Und da haben wir die grüne Kiste. Cool. Wir haben die besseren Schwimmflossen. Schwimmflügel wollte ich schon sagen. Ja, schön. Das heißt, wir können jetzt gegen die Strömung schwimmen. Wie zum Beispiel die Strömung, die ich da unten gerade gesehen habe, über die wir die ganze Zeit rumgehopst sind. Aha. Und natürlich beim Wirbel, beim Strudel. Wo wir den Part ja angefangen hatten. Ja, da hoch. Deep Canyon. Aber ja, dann können wir auch endlich beim Fluss weitermachen. Da gehe ich jetzt erstes hin. Dann gucken wir mal. So, hier kam ich ja zuerst gar nicht gegen. Okay. Oh, es ist trotz allem ein Kampf mit der Steuerung. Dann gehen wir mal das Stück, was wir eben gehen können. Und überspringen einfach alle Gegner. Tschüss. So. Und jetzt hier. Okay, es ist ein Kraftakt, aber hey. Hihihi. Ich bin zu fett. Geht das auch so? Ja, ich hätte auch hier abkürzen können. Hehe. Und da meine Münze. Unter mir ist eine Münze. Okay, hier sind die ganzen Münzen verstreut. Achso, das hat nicht gepasst. Mit Dill. Nee. Ja. Ich dachte schon, der fällt schon wieder. Hihihi. Willst du auch? Ein Stückchen tiefer. So. Okay. Hup. Und hup. Oh, da haben wir schon mal den grünen Schlüssel. Ich hab hier Vorfahrt, ich bin dick. Okay. Oh. Und hier geht's weiter. Sehr schön. Okay, wir haben eine Treppe nach unten. Da haben wir die Schatzkiste und hier haben wir eine Strömung, die sogar noch viel stärker ist. Da komme ich nicht lang. Ist nicht wahr, ne? Da muss ich von der anderen Seite ran. Egal wie. Egal, wer sich mir in den Weg stellt. Ich will jetzt diesen Schatz haben. Ja. Egal wie, habe ich gesagt. Okay. Ein Hundeschnauzen-Fischi. Und den muss ich mit Käse füttern anscheinend. Ey, nicht mich fressen! Den Käse! Den Käse! Alter, dafür extra noch eine Animation. Ja gut. Dann lassen wir den Hundefisch mal Käse fressen. Hunde dürfen ja eigentlich gar keinen Käse fressen.
sonst kriegen die Verstopfung. Und ich denke mal, genau das wird bei dem da auch ausfallen. So, wie machen wir das denn? Dann muss ich den ja auch wirklich zu mir herlocken. Weil er mich ja fressen will. Weil Wario viel schmackhafter aussieht, so fett wie der ist. Aber in dem ist doch nichts weiter dran. Und, nee, Muskeln. Sehr viele Muskeln. Muskeln im Speckmantel. So, gut, dass die Libelle mir hilft und der komische Papagei. Oder was auch immer das ist. Ein papageienschnabelartiges Vieh. Oder eine hässliche Hummel mit Kussmund. Mit spitzen Lippen. Ich kann es nicht definieren, aber ich muss mich eh auf den Käse konzentrieren. Und auf den Fisch konzentrieren. Lass mich los. Das scheint mir wirklich ein bisschen schwieriger zu sein. Zumindest schwieriger als die anderen Bosse bisher. Ich darf mich nicht runterschubsen lassen, merke ich auch. Manchmal reicht das ja schon, wenn einfach nur der Käse runterfällt. Von der Höhe hätte es nicht gepasst. Nein! Nein, geh weg! Da, Käse! Ja, friss den Käse! Hat er ihn gefressen? Ich weiß nicht. Der zieht auch sofort nach oben, sobald Wario im Wasser ist. Oder halt nach unten dementsprechend. Nein! Oh, diese Stacheln von dem. Das ist wirklich schwieriger, glaube ich. Halt jetzt. Er hat nochmal Gas gegeben. Er wollte ihn haben. Na, ja. Jetzt wollte er ihn nicht haben. Den guten Limburger. Okay, Timing ist wirklich alles hier. Nein, nicht ins Maul. Jetzt ist er wieder nach oben gezogen. Das hätte ja klappen können, ne? Jetzt hat er ihn gefressen, definitiv. Ich hab's gesehen. Ja, hier, friss den guten Grünschimmelkäse. Haha, jetzt ist er so fett. Jetzt treibt er da unten rum. Und bleibt stecken. Hahaha. Sehr schön. Dann zieht die Strömung da hoffentlich nicht mehr weiter. Wir wissen ja alle, fette Fische schwimmen ja unten. Im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen, die fett sind. Entschuldigung, ich bin gemein heute, ich weiß. So. Ah, endlich, noch ein weiterer Schatz. Und es ist eine kleine Puppe. Vielleicht eine Vogelscheuche? Man weiß es nicht. Hä? Was? Ich meine, danke, aber... Was? Aber immerhin schön, wie heißt das, gewiebt? Ach, da beim Tower. Da können wir jetzt weiter hochklettern. Und an der Küste. Ja gut, gucken wir uns einfach mal im nächsten Part an, ne? Meine Lieben, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Chibi-chibi!